kennt und jeder singt, auch wenn du mit Musik nichts ermutest. Ja, ob du am Flehe bist oder ihn noch hast von all dem Driss. Liebe Zuschauer, das Brancheninterview zu Gast in Berlin im Gaffelhaus und damit begrüße ich Sie recht herzlich zum zweiten Teil unseres Brancheninterviews. Bei mir ist jetzt einer der Geschäftsführer der Sydney Pfannenstiel, eine echte kölsche Jung, und an dieser Stelle entschuldige mich auch schon für meine Aussprache, denn Hochdeutsch ist eigentlich der einzige Dialekt, den ich spreche. Und wie sich in Köln gehört, sind wir auch schon beim Du gelandet und ich würde sagen, wir stoßen zur Begrüßung erstmal an mit einem lecker Gaffel. Wohlsein. Wunderbar. Sydney, als erstes hätte ich gern gewusst, das Gaffelhaus hier in Berlin, seit wann seid ihr schon hier im Ort? Wir sind tatsächlich hier seit 2003, also 8 Jahre sind wir da. Und am Anfang war es etwas zurückhaltend natürlich, weil der Berliner mit unserer Art als solche nicht zurecht kam, sagen wir es mal so. Ja. Die kleinen Gläser, diese Reagenzgröße und was man sich hier alles hat anhören müssen. Das hat sich allerdings gedreht und heute sind wir einer der größten hier am Markt natürlich mit einem, naja, exotischen Bier, sagen wir es mal so. Sydney, was ist das Besondere am Gaffelhaus? Was bietet ihr hier euren Kunden an? Zum einen natürlich die rheinische Küche, das ist ganz klar. Alles, was aus dem Rheinland gibt, was man auch in Berlin kennt oder auch nicht kennt. Und zum anderen natürlich dieses, ich sag mal, die rheinische Eierart, das kölsche Läwe, wie man so schön sagt. Das heißt, also hier kannst du tatsächlich Karneval feiern wie in Köln. Der Name Gaffelhaus, Sydney. Gaffel sicherlich ein ganz spezieller kölscher Ausdruck. Was bedeutet der eigentlich ganz genau? Gaffel ist ein ganz alter Begriff aus dem kölnischen, sagen wir mal, aus der bürgerlichen Bewegung, die es in Köln damals gab. Beschrieb so etwas, was du heute bezeichnen würdest mit Berufsinnungen, mit dem, was in der Industrie- und Handelskammer gebündelt ist. Mhm. Das nannte man 1396 die Gaffeln, die Bäckergaffel und was weiß ich, solche Gaffeln, 22 Stück. Und die Brauerei Gaffel, die ist eben schon so alt und entsprechend hat die sich diesen Namen damals genommen. Und deshalb heißt es ja heute noch Gaffelkölsch. Was ich auch schon gelernt habe, Sydney, ist, dass wir ja hier kein Bier trinken, sondern Kölsch. Was ist denn das Besondere daran? Es gibt Menschen tatsächlich, die kommen ins Gaffelhaus und dachten, sie könnten hier eine Brauerei besichtigen. Das geht natürlich nicht, weil Kölsch darf nur, und das ist das Gesetz, auf Kölner Grund und Boden gebraut werden. Ja. Und deshalb heißt es Kölsch. Wenn es jetzt in Bonn hergestellt werden würde, gibt es tatsächlich auch, dann würde es Bönsch heißen. Aber in unserem Fall heißt es Kölsch und deshalb eine wunderbare, exklusive Sache hier in Berlin. Jetzt sind wir ja hier, ich sag mal, ein Stück weg von Köln, Sydney, aber 11.11. ist das Stichwort. Karneval wird doch hier sicherlich auch ganz groß gefeiert. Also der 11.11. ist ein heiliger Tag, ist ja ganz klar. Und das Gaffelhaus hat von der Größe mal hier draußen eine Terrasse von, ich würde mal schätzen, hier sitzen knapp 80, 90 Leute drin, passen so, naja, ich sag jetzt mal 80 Sitzplätze. Dann gibt es noch ein kleines Separé, was wir nach einem sensationellen Wirtschaftsmann benannt haben, Ludwig Erhard, also das Ludwig Erhard Zimmer, in dem natürlich auch entsprechend geraucht werden darf, ist ja klar. Und zurück zu deiner Frage mit Karneval. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir hatten am letzten 11.11. hier 526 Menschen drin in diesem Laden. Also das heißt, die Berliner, die können es feiern und wir können es bieten. Dann bedanke ich mich erstmal bis hierhin, Sydney, für dieses informative Gespräch. Und der Wettergott ist uns nicht ganz voll, wie ich das sehe. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal nach drin und unterhalten uns da noch ein bisschen weiter. Und liebe Zuschauer, wir haben natürlich noch mehr Schwerpunkte für Sie gedreht. Wir werden noch mal in die Küche schauen und wir werden da natürlich noch einige Spezialitäten für Sie testen. Alle Schwerpunkte können Sie sich natürlich wie immer auf dem YouTube-Channel vom Gaffelhaus anschauen. Bis gleich. Liebe
Zuschauer, das Branche-Interview ist heute zu Gast im Gaffelhaus hier in Berlin in der Nähe vom Gendarmenmarkt. Wir haben uns jetzt nach drinnen begeben. Bei mir ist immer noch der Sydney Pfannstiel, einer der Geschäftsführer des Restaurants. Sie sehen schon, es ist gut gefüllt hier, eine Bombenstimmung, muss ich sagen. Und in diesem Teil beschäftigen wir uns mal mit den kölschen Spezialitäten. Dazu habe ich mir mal die Speisekarte vorgenommen. Wir sollten als erstes einmal mit einem Gerücht aufräumen, Sydney, denn der halbe Hahn ist ja eigentlich gar kein halbes Hähnchen. Nee, das ist er wirklich nicht. Der halbe Hahn, der... Oh, da kommt schon einer. Dankeschön. Der halbe Hahn ist in der Tat, nicht ganz so frittiert wie ein halbes Hähnchen. Das ist eine ganz alte Geschichte, wie alles in Köln. Alles hat eine alte Geschichte. 1877 gab es jemanden in Köln, einen Regimentskamerad, der damals der preußischen Besatzung, der hieß Vierkötter, und der hatte kein Geld, aber wollte seine Freunde einladen. Und um das irgendwie hinzubekommen, sagte er zu dem Kürbis, den er dann vorher eingeweiht hatte, wenn ich die gleich einlade, dann machst du aber keine halben Hahnen, sondern du machst ein halbes Röggelchen mit Käse und servierst die als Spaß. Und dann entsprechend waren die Gesichter natürlich lang, weil die dachten alle, die bekommen ein halbes Hähnchen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so ist es hier heute auch. Weil es gibt den einen oder anderen, der hier reinkommt und sagt, was, ein halber Hahn, 3,30 Euro? Ui, das ist aber günstig. Setzt sich hin und bekommt das Käseröggelchen. Ja, aber da ist Tradition. So viel also zum halben Hähnchen. Sydney, und ich sehe, du hast ja dann ganz ordinäres Mettbrötchen bestellt, sag ich mal. Oder gibt es da auch für einen bestimmten Ausdruck? Ordinär. Mettbrötchen. Also es gibt da auch noch die Abhandlung, die es in Köln noch gibt, den sogenannten Tartar-Happen. Das wird dann aus Rindfleisch gemacht. In unserem Fall ist das wirklich Schweinemett, ganz frisch. Selbst auch hier in der Küche vorbereitet und zubereitet. Das ist der Renner. Passt zum Kölsch wie aufs Auge, ganz ehrlich. Und ich ziehe so ein Mettbrötchen, so einem halben Hahn immer einer klassischen warmen Speise vor, was halt eben diesen Kölsch-Charakter unterstreicht, dieses Rheinische, was halt eben wir hier auch zelebrieren wollen. Da muss ich sagen, Gott sei Dank sind ja für mich als Norddeutschen eure speziellen kölschen Ausdrücke hier in der Speisekarte auch noch ein bisschen erklärt wenigstens. Aber hier sehe ich zum Beispiel Himmel und Erde. Was ist denn darunter zu verstehen? Das Schönste aus Himmel und Erde, um es ganz klar so auszudrücken, was auch damit gemeint ist. Ja. Es ist auch zum einen natürlich Kartoffelbrei, was die Erde symbolisiert, und dann die Liebhaftigkeit des Himmels dargestellt in einer Flünz, also in einer Blutwurst, die gebraten wird, und darauf werden dann, ja, ich sag mal so, Röstzwiebeln draufgelegt. Und dazu ein bisschen Apfelkompott. Schmeiß du dich weg. Also die süße Liebhaftigkeit des Himmels und die Bodenständigkeit des Bodens. Leben, Mensch, leben dir.